Der Glaube versetzt Berge, sagt ein deutsches Sprichwort. Kennen wir alle. Der Glaube ist nicht jedermanns Sache, sagt der Apostel Paulus. Und eine Broschüre der katholischen Glaubensinformation sagt, Gott stirbt nicht, wenn wir aufhören, an ihn zu glauben. Wir aber sterben in der Stunde, da unser Dasein nicht mehr von Glaube durchleuchtet wird, dessen Quellen jenseits aller Vernunft liegen. Also es gibt viele verschiedene Sichtweisen auf Glaube. Und das Thema meines heutigen Vortrags ist, was für einen Platz hat Glaube in der buddhistischen Tradition? Die Begriffe Religion und Glaube sind in unserem Denken, glaube ich, sehr, sehr eng miteinander verknüpft. Wenn man irgendjemanden fragen würde, wenn man bitten würde, das Wort Religion zu definieren, jetzt nicht einen Theologen oder einen Philosophen, sondern irgendjemanden auf der Straße bitten würde, erklär mal, was Religion ist, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass das Wort Glaube fallen würde in der Erklärung dafür. Ja, wahrscheinlich würde diese Person sagen, Religion ist, wenn man an Gott glaubt oder an Götter oder wenn man an bestimmte Dogmen, bestimmte Lehrsätze glaubt. Ja, bestimmte Glaubensinhalte übernimmt. Also wahrscheinlich hätte die Erklärung irgendwie die Worte Glauben in sich drin. Wenn man im Lexikon nachschlägt unter dem Begriff Christentum, und das ist ja die Religion, mit der wir hier im Westen am vertrautesten sind, dann wird Christentum definiert als der christliche Glaube und die Gesamtheit der Anhänger des christlichen Glaubens. Und dann folgt, also es wird definiert als der Glaube. Das Christentum ist der christliche Glaube. Und dann folgt ein ganz langer Artikel in diesem Lexikon bei mir zu Hause, in dem immer und immer wieder vom christlichen Glauben die Rede wird. Also offensichtlich wird christlicher Glaube und Christentum synonym verwendet. Die beiden Begriffe sind austauschbar in dem Artikel. Es ist offensichtlich, dass für das Christentum der Glaube absolut fundamental ist. Es ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt der christlichen Religion. Absolut fundamental und grundlegend für das Christentum. Und das gilt nicht nur für das Christentum, sondern das gilt für alle monotheistischen Offenbarungsreligionen. Das gilt für das Judentum, das gilt für das Christentum und das gilt auch für den Islam. Und all diese monotheistischen Offenbarungsreligionen haben Glaubensbekenntnisse verfasst. Nicht eins, was für alle gültig, sondern auch in den verschiedenen Kirchen verschiedene Ausprägung von Glaubensbekenntnissen, aber es sind alles Texte, die zum Ausdruck bringen, was man glauben muss, um zu diesem Bekenntnis oder zu dieser Religion zuzugehören. Also im Islam kennen wir wahrscheinlich so schon mal gehört die Schahada, das Glaubensbekenntnis des Islam, was ziemlich kurz und bündig ist. Es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist sein Gesandter. Und ich habe gehört, dass alle Muslims vor ihren Gebeten immer diesen Satz rezitieren als Grundlage dessen, was sie glauben. Bekannter ist uns wahrscheinlich das apostolische Glaubensbekenntnis. Das haben wir wahrscheinlich alle irgendwie als Kinder mindestens in der Schule gelernt, wenn wir das nicht auch in anderen christlichen Kontexten gelernt haben. Und wahrscheinlich, also ich kann es noch so halb auswendig, so offensichtlich ziemlich tief in meine Psyche eingeprägt. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde und Jesus Christus und so weiter. Das ist ein Glaubensbekenntnis, in dem ein Katholik zum Ausdruck bringt, woran er glaubt, was die Basis seiner Religion ist. Und weil uns natürlich im Westen die monotheistischen Religionen am vertrautesten sind von unserem Hintergrund, ist es leicht anzunehmen, dass für alle Religionen Glaube so eine zentrale Bedeutung hat, so eine absolute definierende, konstituierende Bedeutung hat. Aber das stimmt nicht, das ist nicht so. Also im Buddhismus zum Beispiel gibt es überhaupt, meines Wissens, überhaupt kein Glaubensbekenntnis. Und das ist dem Buddhismus ganz fremd, so zu denken. Es wäre auch völlig untypisch für einen Buddhisten zu sagen, ich glaube an den Buddha oder ich glaube an die buddhistische Lehre. Sowas würde man selten hören. Das ist nicht die Art, wie Buddhisten sprechen. Ich weiß, dass meine Tochter so ungefähr 3 oder 4 war, als sie im Kindergarten war, kam sie nach Hause und sagte, ne Mama, wir glauben doch an den Buddha, ne? Wir glauben an den Buddha. Und ich merkte so, dass ich innerlich so dachte, das würde ich ja überhaupt nicht so sagen. Das hat sie nicht von mir, diesen Satz. Aber offensichtlich ist diese Verquickung, diese Verbindung, dass Religion was damit zu tun hat, dass man an was glaubt, war in diesem kleinen 3-4-jährigen Gehirn schon angekommen durch die Einflüsse des Kindergartens. Also,
So würden normalerweise Buddhisten nicht von ihrer Religion sprechen. Wenn Buddhisten sich zu ihrer Religion bekennen, und das tun Buddhisten natürlich auch, dann bekennen sie sich nicht zu einem bestimmten Glauben, sondern zu einem bestimmten Handeln. Das heißt, wenn jemand, was Buddhisten regelmäßig rezitieren und was auch die Formel ist, mit der man formell zum Buddhismus konvertiert, ist, dass man sagt, ich nehme Zuflucht zum Buddha, ich nehme Zuflucht zum Dharma, seiner Lehre, der buddhistischen Lehre, ich nehme Zuflucht zum Sangha, der spirituellen Gemeinschaft. Und das kann man ein bisschen moderner ausdrücken und so umformulieren und sagen, das heißt, ich orientiere mein Leben und mein Handeln auf die Möglichkeit zu erwachen. Das ist, was Buddhaschaft bedeutet, zu erwachen, mit Wirklichkeit in Verbindung zu sein. Ich orientiere mein Leben und Handeln auf Wahrheit, das ist, was Dharma bedeutet, und ich orientiere mein Leben und Handeln auf all die Beziehungen, die mich dabei unterstützen, zu erwachen und die Wahrheit mehr und mehr zu sehen. Und dann fügt man diesen drei Sätzen noch 5 ethische Übungsgrundsätze hinzu, wo man sagt, ich nehme mir vor, diese 5 ethischen Schulungsregeln einzuhalten. Das ist also die sogenannten Zufluchten und Vorsätze, mit denen man sich zum Buddhismus bekennt. Das heißt, man bekennt sich zum Buddhismus nicht, indem man sagt, woran man glaubt, da wird überhaupt nichts drüber gesagt, sondern indem man sagt, was man vorhat zu tun, nämlich sein Leben in eine bestimmte Richtung zu orientieren, bestimmte Grundsätze zu üben. Also ist offensichtlich, dass Buddhismus seinem eigentlichen Wesen nach kein Glaubenssystem ist, wie das Christentum, sondern ein Übungssystem. Buddhist zu sein heißt nichts anderes, als sich auf ein System von geistigen oder auch spirituellen Training einzulassen. Genauso vielleicht wie jemand, der sich körperlich fit machen will, sich auf ein Programm von Fitnesstraining einlässt. Ja? Ein klar definiertes Programm, was will man wie oft tun, um einen bestimmten Leistungsstandard im Sport zu erreichen. Genauso könnte man sagen, ist Buddhismus ein Übungssystem, wo man sich vornimmt, den eigenen Geist zu schulen, ja, und wirklich ein System von Praktiken, von Training auf sich zu nehmen. Buddhist zu sein heißt zu erkennen, dass der Geist, das Bewusstsein sich ausrichten lässt, dass es sich formen lässt und dass es sich letztendlich mit Übung auch verändern lässt. Und Buddhist zu sein heißt auch gewillt zu sein, diesen formbaren Geist tatsächlich zu schulen, ihn zu trainieren. Also sich auf ein Trainingssystem einzulassen, das letztendlich dahin führen will, dass man völlig im Einklang mit der Wirklichkeit ist. Das ist, was Buddhismus seinem Wesen nach ist. Kein Glaubenssystem, sondern ein Übungssystem. Ganz ähnlich wie ein Sportler sich trainiert. Ja, ein Sportler, der bestimmte Methoden hat und der ein bestimmtes Regelmaß in seinem Training hat und wahrscheinlich auch einen bestimmten systematischen Aufbau von vorbereitenden Techniken und Übungen und dann aufbauenden. Genauso ist Buddhist zu sein, heißt sich so einem Übungssystem des Geistes, sich darauf einzulassen. Wenn ich aber sage, dass Buddhismus kein Glaubenssystem ist, ja, kein Glaubenssystem, in dem einem letzte Wahrheiten offenbart werden, sondern nichts anderes als ein Training des Geistes, ein Übungssystem für den Geist, kann das sein, dass das ein bisschen nüchtern klingt, ein bisschen trocken. Ja, vielleicht denkt man, wo bleibt da der Zauber und das Geheimnisvolle der Religion? Und tatsächlich hat es da auch Missverständnisse in dieser Richtung gegeben. Also gerade so Anfang, Ende des ausgehenden 19., Beginn des 20. Jahrhunderts begann in Europa ein gewisses Interesse an Buddhismus aufzuflackern, aber es gab noch sehr wenig verfügbare Texte und Literatur zum Buddhismus. Und es gab im deutschsprachigen Raum ein Buch, was ziemlich einflussreich war. Das hatte den Titel Buddhismus, die Religion der Vernunft oder so ähnlich. Ja, von Georg Grimm, das glaube ich 1915 oder so erschienen ist. Ja, und das ist ganz interessant, dass er diesen Titel gewählt hat. Und das waren auch Worte, die man in der Zeit öfter hört, dass man Buddhismus beschrieben hat als die rationale Religion. Religion des Verstandes, der Vernunft. Und das war durchaus positiv gemeint damals. Das war so eine Art Gegenreaktion zu einer spirituellen Tradition, wo man viel zu lange sich gezwungen fühlte, an bestimmte Glaubenssätze zu glauben, bestimmte Dogmen zu glauben, die mit der Vernunft nicht in Einklang zu bringen waren. Und als eine Gegenreaktion dazu sah man nun diese neue Spiritualität, den Buddhismus, als das ist jetzt was anderes. Das ist was, wo wir nicht mehr an was glauben müssen, was mit der Vernunft nicht in Einklang zu bringen ist. Das ist die Religion der Vernunft.
Also es führte zu einer gewissen Verzerrung auch, wie der Buddhismus dargestellt wurde, ja? Dass ausschließlich oder einseitig vernunftbezogen dargestellt wird. Stimmt zwar, dass meiner Meinung nach Buddhismus mit der Vernunft völlig in Einklang zu bringen ist, aber Buddhismus ist keine Tradition, die sich nur an den Verstand des Menschen richtet. Ja, Buddhismus hat sich schon immer an den ganzen Menschen gerichtet. Den Menschen mit seinen Gedanken, mit seiner Ratio, aber auch mit seiner ganzen Emotionalität, mit seiner ganzen Wunschausrichtung, den Menschen in seiner Gesamtheit. Ich hatte gesagt, Buddhismus ist ein Trainingssystem. Und wenn man einen Menschen motivieren will, nicht nur über kurze Zeit, sondern über lange Zeit wirklich an sich zu arbeiten, sich zu verändern, dann kann man nicht nur an den Verstand appellieren. Das reicht nicht. Und das kann jeder bestätigen, der schon einmal aus ganz vernünftigen Gründen versucht hat, sich das Rauchen abzugewöhnen oder abzunehmen oder sonstige schlechte Gewohnheiten abzulegen, weil wir völlig eingesehen haben, dass sie nicht sinnvoll sind. Und wer von uns das schon mal versucht hat, weiß, dass ein intellektuelles Verständnis, dass irgendwas schädlich ist, überhaupt nicht ausreicht, uns zu motivieren, das sein zu lassen. Ja, wir sind weit weniger vernunftgesteuert, als wir vielleicht denken. Ich würde behaupten, dass Menschen hauptsächlich gefühlsgesteuert sind. Wenn man wirklich die Energie eines Menschen mobilisieren will, wirklich ihn ins Handeln bringen will, sich in Bewegung setzen will, dann ist es wichtig, die Gefühle anzusprechen. Ein Mensch handelt nicht, weil er denkt, sondern meistens, weil er etwas stark empfindet. Wenn wir wirklich was wollen, wenn wir starke Gefühle haben, dann können wir Unmengen an Energie freisetzen. Das ist, warum manche Leute so hilfreich bin, ab und zu wütend zu werden, weil sie plötzlich Energie haben. Ja, also starke Gefühle setzen uns in Bewegung. Es sind hauptsächlich unsere Emotionen, die uns in Bewegung setzen. Wir haben auch eine Vernunft und die ist auch wichtig, aber sie ist, glaube ich, meistens nicht der entscheidende Motor unseres Handelns, wenn wir ganz ehrlich mit uns sind. Und darum hat der Buddhismus von Anfang an großen Wert darauf gelegt, nicht nur die Vernunft anzusprechen, was er tut, sondern auch die Emotionen anzusprechen und die Emotionen zu entwickeln und zu pflegen. Buddhismus legt großen Wert auf die Entwicklung und Pflege von Emotionen. Allerdings nicht auf die Entwicklung und Pflege von irgendwelchen Emotionen. Ja, also Wut, es braucht nicht wirklich gepflegt zu werden. Die ist eher destruktiv. Es geht um die Entwicklung und Pflege von Emotionen, die bei der spirituellen Praxis hilfreich und unterstützend sind. Man könnte sagen, sogenannte spirituelle Emotionen. Und die drei wichtigsten davon, also die drei wichtigsten Emotionen, die wirklich helfen, bei diesem Prozess das eigene Bewusstsein zu verwandeln zum Erwachen hin, sind zum einen Liebe, was vielleicht präziser ausgedrückt Maitri oder Metta, für diejenigen, die diese Worte schon kennen. Also das ist die Emotion, die wir bewusst schulen in einer unserer beiden Hauptmeditationspraktiken, in der Metta Bhavana, die wir hier unterrichten. Eine Meditation, die ganz spezifisch die Gefühle von Maitri, eine Haltung von Maitri, von selbstloser Liebe, schulen möchte. Die zweite ist Mitgefühl, also Empathie mit Leiden. Und das dritte ist Vertrauen. Das sind die drei großen, wichtigen spirituellen Emotionen im Buddhismus. Liebe, Mitgefühl und Vertrauen. So, wenn man sich die genau anschaut, die haben viel miteinander zu tun. Alle drei haben damit zu tun, dass man sich öffnet, dass man gewohnte Widerstände und Verteidigungsstrategien ablegt und sich aktiv zuwendet. Also bei Liebe oder Metta, ich bleibe mal bei dem buddhistischen Begriff Metta oder Maitri, wendet man sich aktiv einem anderen Menschen zu und öffnet sich. Ja, man lässt zu, dass man offen ist, dass man sich von dem anderen berühren lässt. Das Normale ist, dass wir was Trennendes zwischen uns und anderen Menschen stellen. Ja, das Ego schützt sich, indem es Mauern aufbaut. Und Maitri ist ein Öffnen, ein Niederbrechen dieser Mauern, sich öffnen für den anderen. Karuna, Mitgefühl, die zweite dieser Emotionen, ist im Grunde genau das Gleiche, ist genau die gleiche Haltung, aber in Beziehung zu jemandem, der leidet. Also wenn Liebe auf Leiden trifft, verwandelt sie sich in Mitgefühl. Auch da ist eine Haltung von sich öffnen, sich dem Leiden zuzuwenden. Die normale Reaktion ist, wenn man Leiden begegnet, es zuzumachen. Bleibt mir damit vom Hals, ja, sich zu schützen, da will ich nichts zu tun haben. Ja,
Menschen, die wirklich im akuten Leiden sind, haben immer was Bedrohliches. Und die Haltung von Mitgefühl ist ein sich öffnen für das Leiden, ein sich aktiv zuwenden. Und die dritte Emotion, Vertrauen oder Shraddha, das ist der buddhistische Begriff dafür, ist auch eine Haltung von sich öffnen. Aber sich öffnen für etwas, was höher ist als wir selbst, für all das, was vielleicht edler ist als wir selbst. Sich öffnen, könnte man mal sagen, um einen Begriff aus unserer westlichen Tradition zu verwenden, sich öffnen für das Wahre oder das Gute und das Schöne. Eine Haltung des Sich-Öffnens und sich von dem Guten, dem Wahren, dem Schönen berühren zu lassen, verändern zu lassen. Und um diese dritte dieser Emotionen geht es mir heute Abend, um Vertrauen. Ja, die dritte dieser positiven spirituellen Emotionen ist jetzt mein Thema. Ich habe es Vertrauen genannt und ich habe auch den buddhistischen Begriff kurz genannt, Shraddha. Ich habe jetzt keinen Flipchart, das schreibt sich S-R-A-D-D-H-A, Shraddha. Das ist ein Sanskrit-Wort, auf Pali ist es Sada, ganz ähnlich. Es ist ein Wort, was sich nicht wirklich befriedigend übersetzen lässt, wie das leider öfter mal mit buddhistischen Begriffen der Fall ist. Ich habe es Vertrauen genannt, aber eigentlich ist Vertrauen ein zu schwaches Wort für die Emotion von Shraddha, die der Buddhismus kultivieren will. Manchmal wird Shraddha auch übersetzt mit Glaube, womit wir wieder beim Thema wären. Aber die Übersetzung ist problematisch, weil das Wort Glaube, genau wie das Wort Liebe übrigens, eine unglaubliche Palette an verschiedenen Bedeutungen in sich trägt. Manche dieser Bedeutungen sind ganz hilfreich und treffen sehr gut auf den buddhistischen Begriff Shraddha. Aber andere Bedeutungsfacetten dieses Begriffs Glaube passen überhaupt nicht zu Shraddha, sind ganz im Gegenteil zu dem, was Shraddha ist. Die Engländer haben es leichter, die haben nämlich verschiedene Worte dafür. Die haben die Worte Faith und Belief, für diejenigen, die ein bisschen mit Englisch vertraut sind. Das sind ganz unterschiedliche Emotionen. Faith ist recht ähnlich zu dem, was Buddhisten unter Shraddha verstehen. Also ein Vertrauen, ein Sich-Öffnen für etwas Höheres. Belief hat mehr damit zu tun, dass man bestimmte Annahmen übernimmt. Belief ist eine Art Ersatz für Wissen. Das, was man nicht wissen kann, glaubt man halt. Ja? Man muss halt glauben, was man nicht wissen kann. Also man könnte Belief im Englischen definieren als etwas für wahr halten, das man niemals überprüfen kann. Ja, in dieser Wortbedeutung ist Glaube ein Ersatz für Wissen. Und das hat überhaupt nichts mit Shraddha im buddhistischen Sinne zu tun. Das ist das, was wir vielleicht im Deutschen als blinder Glaube bezeichnen würde, ein Glaube, der nicht wissen kann, sondern ja, ich glaube halt an was, was mir, wo mir vollkommen die Möglichkeit genommen ist, es jemals zu prüfen, ob es stimmt. Deswegen vermeiden die meisten buddhistischen Autoren es, das Wort Glaube zu benutzen als Übersetzung für Shraddha. Manchmal wird das gelöst, indem die beiden Begriffe Glaube und Vertrauen kombiniert werden. Da wird Glaube ein bisschen entschärft und Vertrauen ein bisschen aufgewertet. Also dann auch in unseren Texten oft findet man gläubiges Vertrauen als Übersetzung für Shraddha, was ich ziemlich klobig finde. Manchmal wird es auch als Zuversicht übersetzt, was viel zu schwach ist, hoffnungslos viel zu schwach. Deswegen möchte ich den Begriff einfach unübersetzt lassen. Ja, manchmal, ich denke, das ist einer dieser Fälle, wo es sich lohnt, sich mit einem der Originalbegriffe vertraut zu machen. Das dauert eine Weile, bis man so das Gefühl hat, ich kann mir unter dem Begriff wirklich was vorstellen. Ich habe ein Gefühl dafür gekriegt, was er bedeutet. Aber das ist immer noch besser, als wirklich unzulängliche Übersetzungen zu verwenden, die einen in die Irre führen. Vielleicht hilft es sich, ein bisschen die Etymologie dieses Wortes anzuschauen, Shraddha. So, Shraddha geht auf zwei Wortbestandteile zurück. Das eine bedeutet Herz und ist ganz eng verwandt mit dem lateinischen Cor, ja, aus dem dann wieder Credo, das Wort für Glaube, kommt interessanterweise. Und der andere Wortbestandteil lässt sich übersetzen mit Setzen, Legen, Stellen. Das Herz, Setzen, Legen, Stellen. Das heißt, Shraddha könnte man übersetzen von seiner Wortwurzel her als sein Herz auf etwas legen oder sein Herz auf etwas setzen. Was ich eigentlich eine ganz, ganz schöne Formulierung finde. Ich setze mein Herz auf etwas. Klingt irgendwie anders, als ich glaube an etwas. Ich setze mein Herz auf etwas. Das ist ein aktiver Prozess von Vertrauen in etwas legen.
Ein recht bekannter buddhistischer Autor, Govinda, das ist ein Deutscher, der im 20. Jahrhundert, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts recht aktiv war in der buddhistischen Welt, der beschreibt Shraddha mit einer ganz schönen, man könnte es fast als eine Definition verwenden, eine Haltung inneren Geöffnetseins ohne Aufgabe der eigenen Vernunft. Eine Haltung inneren Geöffnetseins ohne Aufgabe der eigenen Vernunft. Finde ich eine schöne Beschreibung von Shraddha. Und Sangharakshita, mein Lehrer, beschreibt es an einer Stelle. Er sagt, Shraddha ist eine intuitive Bewegung unseres gesamten emotionalen Seins auf etwas zu, das höher ist als wir selbst. Ich wiederhole das mal. Eine intuitive Bewegung unseres gesamten emotionalen Seins auf etwas zu, das höher ist als wir selbst. Und obwohl das vielleicht erstmal abgehoben klingt, denke ich, das kennt wahrscheinlich jeder von uns. Wenigstens im Ansatz hat das jeder von uns schon mal erlebt, dass wir uns intuitiv mit unseren Emotionen auf etwas zubewegen, was höher ist als wir selbst. Oft ist es genau diese Art von intuitiver Bewegung, die einen überhaupt auf einen spirituellen Weg führt oder auf eine spirituelle Suche vielleicht erstmal. Ja, wenn man anfängt, sich für spirituelle Fragen zu interessieren, dann kommt das oft aus einer gewissen Unzufriedenheit heraus. Muss jetzt kein akutes, riesiges Leid sein, wobei das kann durchaus der Fall sein. Ja, manchmal sind es auch schockierende Erlebnisse, die Leute auf den Weg einer spirituellen Suche führen. Aber es kann auch einfach nur dieses leise, nagende Gefühl sein von, ach, das kann doch irgendwie nicht alles sein, ja, was man vielleicht kennt. Also irgendeine Art von Unzufriedenheit ist in der Regel das, was einen auf die Suche gehen lässt. Und dann kann es passieren, dass man in diesem Gefühl von Unzufriedenheit plötzlich irgendetwas begegnet, was einen die Möglichkeit von etwas Höherem ahnen lässt. Bestimmt jeder schon mal erlebt. Das kann eine Begegnung mit einem Menschen sein, jemand, der von seiner Art etwas verkörpert, was wir überhaupt nicht verkörpern, was wir überhaupt nicht sind, wo wir aber auch, vielleicht auch noch nie dran gedacht haben, dass wir in die Richtung gehen könnten. Jemand, der vielleicht deutlich weiser ist oder mitgefühlvoller als wir selbst. Das kann aber auch einfach eine Aussage sein, ein Text, den wir irgendwo finden oder mal hören, ein Vortrag, den wir hören. Oder einfach ein simpler Satz, eine Aussage, die wir hören und die plötzlich wir uns ganz stark angezogen fühlen, etwas in uns antwortet darauf und denken, ja, da ist was dran. Irgendwas in uns resoniert. Das heißt, oder es kann auch ein Bild sein. Ja, manchmal reagieren Menschen sehr oder sprechen sehr stark auf Bilder an. Das kann tatsächlich die Bilder in der buddhistischen Bilderwelt, die ich am ansprechendsten finde, sind die Khmer-Buddhas. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal einen gesehen hat, im Pariser Musée Guimet stehen ein paar. Die haben so ein ganz mysteriöses Lächeln. So nicht ein richtiges Lächeln, aber doch ein halbes Lächeln. Und das finde ich ganz anziehend. Ja. So ein Bild kann jemanden aufrütteln und Gefühl geben, hey, da ist was, da ist mehr. Also was auch immer es ist, was wir da finden, es ist, als ob in diesem Moment so eine Art Erwachen passiert. Eine Art Ahnung, dass es höhere Möglichkeiten gibt. Dass es irgendeine andere Möglichkeiten für mich in meinem Leben gibt. Und diese erste Regung, wir da empfinden als Antwort auf diese Möglichkeit, ist im Grunde genommen nichts anderes als Shraddha. Ein erster Funke von Shraddha. Etwas in uns antwortet auf etwas, was außerhalb von uns selbst und was höher ist als wir selbst. Und ich konnte an ein paar so Erlebnisse in meinem Leben denken, was ich darüber reflektiert habe. Eins ist nichts Spannendes, aber ich war ein Teenager und habe einfach das Wort Meditation gehört. Irgendjemand erzählte in meiner Schulklasse, bei uns zu Hause haben wir eine Meditationskassette. Damals, glaube ich, gab es noch keine CDs. Ich habe nie was damit gemacht. Ich habe wohl nie diese Meditationskassette mir ausgeliehen. Aber es war, als ob in dem Moment wirklich es Pling machte und ich das Gefühl hatte, Meditation, wow, man könnte Meditation lernen. Das ist was, was man lernen könnte. Und es war wie eine unglaubliche Faszination in mir, die wach wurde. Ich kann mich genau an die Situation erinnern, wo dieses Wort fiel. Ich habe nie irgendwas damit gemacht. Aber es war, als ob irgendwie meine inneren Antennen ansprachen auf irgendein Wort, was irgendeine Möglichkeit für mich aufzeigt in dem Moment. Ganz vage, aber irgendwas in mir sprach ganz stark auf diese Idee an, dass man meditieren lernen könnte. Und später hatte ich eine ähnliche
Erfahrung, als ich meinen ersten tatsächlichen Kontakt mit Buddhismus hatte, das war in Thailand. Da hatte ich einige Vorträge von Buddhadasa Bhikkhu gehört, ein recht bekannter Lehrer, das wusste ich damals gar nicht, dass der bekannt war. Und ich weiß, dass ich mich unglaublich geärgert habe über vieles, was er gesagt hat. Ich saß da und hatte wirklich lauter Widerworte und so innerlich, ne, und dachte, da bin ich nicht einverstanden und da bin ich nicht einverstanden. Aber gleichzeitig unter diesem echten Widerstand, den mein Verstand gegen die Botschaft, die in seinen Vorträgen mal geleistet hat, darunter war es, als würde mein ganzes Sein sagen, ja, Wahnsinn. Ich hatte so Ideen, dass ich irgendwann mit einem gelben Gewand und mit kahlgeschorenem Kopf als Bikuni dann durch Thailands Gassen schreiten würde. Hat nicht geklappt. Aber irgendwas in mir hat so wieder entgegen meinem Verstand ganz stark auf die Botschaft angesprochen, die in den Vorträgen drin war. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, worüber der gesprochen hat, aber irgendwas in mir sprach ganz stark an. Und fast so unwillkürlich, ja, sondern, obwohl mein Verstand Widerstand geleistet hat. Und was Ähnliches hatte ich dann ein bisschen später, nochmal so, glaube ich, 2 Jahre später, als ich auf mein erstes Retreat gefahren bin, also eine längere Meditationsseminar, wenn man so will, und habe zum ersten Mal ein buddhistisches Mantra gehört. Mein Verstand hat Widerstand geleistet, weil ich dachte, ach nee, nicht wieder sowas wie früher in der katholischen Kirche, will ich nicht. Aber es war eine unglaubliche Faszination. Irgendwas in mir, was nicht mein Verstand war, sprach auf dieses Mantra an und merkte, dass ich wollte darüber mehr wissen, ich wollte darüber mehr in Erfahrung bringen. Es war ein ganz starkes inneres Ansprechen, fast wie, wenn man manchmal, gibt es doch diese Resonanzen, wenn man einen bestimmten Ton auf der Geige spielt und in ein Glas fängt an zu schwingen. Ja? So eine Art von Erlebnis. Und ich denke, jeder hat das im Kleinen mindestens schon mal gehabt. Also irgendwas passiert ist, wir haben irgendwas gehört, irgendwas gesehen und in uns ist, ja, das ist eine Möglichkeit, die sich auftut. Ja, irgendetwas in uns, wir wissen vielleicht nicht recht was, irgendwas in uns spricht ganz stark an auf etwas Höheres, was wir ahnen. Und das ist das erste Aufkeimen von dem, was Buddhismus unter Shraddha versteht. Ist natürlich, was ich beschrieben habe gerade, ist eine ziemlich intuitive Angelegenheit. Das ist nicht was, was man aktiv tun kann. Das ist etwas, was passiert, sehr intuitiv. Nun ist das so eine Sache mit Intuition. Ja, manche Menschen sind sehr intuitiv, andere sind nicht sehr intuitiv. Ich betrachte mich überhaupt nicht als intuitiv. Und echte Intuition ist eigentlich eine prima Sache, ist auch wahrscheinlich ein sehr verlässlicher Führer im Leben und in seinem inneren Leben. Nur ist es sehr schwierig zu wissen, wenn man starke Gefühle hat, ob das wirklich Intuition ist oder ob das nicht vielleicht was ganz anderes ist. Ja, es könnte auch eine sentimentale Anwandlung, die ich da gehabt habe, als ich dieses Mantra hörte, weil das so nett klang. Also war das wirklich Intuition? Manchmal ist es sehr schwierig zu wissen, wenn man stark auf was anspricht, ist es wirklich meine Intuition, die hier wach wird und mich irgendwo hinführt, oder ist es nur irgendein Wunschdenken oder irgendwelche Neigungen, die hier angesprochen werden. Das heißt, Intuition kann ein verlässlicher Führer sein, aber man weiß nicht so recht, ist es echte Intuition oder nicht. Und darum ist es wichtig, dass Shraddha sich nicht nur auf Intuition stützt, dass sich Vertrauen nicht nur auf Intuition, nicht nur darauf basiert. Denn man kann glauben, dass man intuitiv etwas spürt. Man kann sich da eine Menge bei vormachen. Man kann sich in alles Mögliche verrennen. Gefühle sind stark, aber sie sind nicht immer der beste und ein ganz sicherer Ratgeber. Deswegen hat Vertrauen im Buddhismus, Shraddha, Vertrauen im buddhistischen Sinne, nicht nur ein Standbein, sondern 3 Standbeine. Neben Intuition noch die Vernunft und die Erfahrung. Das ist ganz wichtig. Wenn wir uns intuitiv zu etwas hingezogen fühlen, wenn wir uns stark gefühlsmäßig zu etwas hingezogen fühlen, das kann ideal sein, ja, das Ideal von Gewaltlosigkeit zum Beispiel, oder das kann wie bei mir eine Methode sein, Meditation, die Idee, dass ich an meinem Geist arbeiten kann. Wenn wir uns intuitiv zu etwas hingezogen fühlen, ist es wichtig, es dann mit dem Verstand zu prüfen. Das ist der zweite Schritt. Ja, sich wirklich auch zu fragen, ist das plausibel, was ich da gehört habe? Da zieht mich was an, da will ich hin. Irgendwas zieht mich da, ist attraktiv für mich, aber macht es Sinn? Ist es in sich kohärent? Sind da innere Widersprüche? Widerspricht es der Vernunft? Macht es Sinn? Ja, so Fragen sollte man sich stellen. Vertrauen im Buddhismus ist nichts, was von Vernunft losgelöst ist, sondern sollte mit Vernunft untermauert werden. Es reicht aber nicht nur mit dem Verstand zu prüfen, sondern dann sollten wir auch, was auch immer uns anzieht,
welches Ideal auch immer, sollten wir nicht nur mit dem Verstand prüfen, sondern auch anhand unserer Erfahrung prüfen. Also wirklich abgleichen, ist das meine Erfahrung? Kann ja toll sein, was der Buddhismus lehrt, aber ist das meine Erfahrung? Kann ich das wirklich bestätigen, wenn ich mir mein Leben ganz genau anschaue? Es ist wichtig, die eigene Erfahrung ganz, ganz ernst zu nehmen, denn wir haben eigentlich nur die eigene Erfahrung. Ja, das ist das Einzige, was wir wirklich aus erster Hand haben, unsere eigene Erfahrung. Es ist wichtig, die ernst zu nehmen und es ist wichtig, fein beobachten zu lernen. Ja, manchmal denken wir, das ist überhaupt nicht im Einklang mit meiner Erfahrung, aber vielleicht lohnt es sich, genauer hinzugucken. Vielleicht, wenn wir genauer hingucken, merken wir, wir haben noch nie so richtig die Dynamik verstanden von dem, was da passiert. Und wenn wir genauer hingucken, merken wir, hey, das stimmt ja doch. Das heißt, die eigene Erfahrung ernst zu nehmen, heißt auch zu lernen, sich selbst zu beobachten. Wirklich die Erfahrung, die wir machen, genau zu beobachten. Also zum Beispiel bei Meditation zu schauen, was ist die Wirkung von Meditation? Ist das, was ich erlebe, in Übereinstimmung mit dem, was mir da unterrichtet wird, was Meditation bringen soll? Oder wenn mir meine Meditationslehrer tolle Sachen erzählen, aber die haben überhaupt nichts mit meiner Erfahrung zu tun, ja, dann sollte ich nicht meine Erfahrung anzweifeln, sondern dann ist die Lehre irgendwie offensichtlich nicht zutreffend. Also die eigene Erfahrung ist ein ganz wichtiger Prüfstein. Das heißt, ich habe gesagt, Shraddha, Vertrauen im Buddhismus, hat drei Standbeine: Intuition, Vernunft und Erfahrung. Das heißt, obwohl es primär eine Emotion ist, ja, Vertrauen ist eine Emotion, ist sie gestützt auf andere Dinge, auf andere Teile unserer Selbst. Ja, obwohl es an sich eine Emotion ist, ist es nicht nur eine emotionale Angelegenheit, sondern sie wird getragen und gestützt von anderen Teilen unseres Seins. Ich würde gerne noch ein bisschen mir die Verbindung zwischen Vernunft und Vertrauen anschauen, ein bisschen was dazu sagen. Also ich hoffe, es ist bis jetzt offensichtlich geworden, dass im buddhistischen Verständnis der Dinge Vertrauen nicht im Widerspruch zur Vernunft steht. Wir sollten nicht Dingen vertrauen, die wirklich im aktiven Widerspruch zur Vernunft stehen. Aber man kann nicht einmal sagen, dass Vertrauen über die Vernunft hinausgeht. Ja, das ist was, was ich im christlichen Kontext immer wieder so gesehen habe, dass gesagt wird, ja, moderne Christen sagen, ja, natürlich darf Glaube nicht im Widerspruch zur Vernunft stehen, aber Glaube geht viel weiter über Vernunft hinaus. Und das würde man im Buddhismus nicht sagen. Vertrauen geht nicht über Vernunft hinaus, sondern man könnte sagen, dass Shraddha, Vertrauen, ist das emotionale Gegenstück zur Vernunft. Ja, mein Lehrer Sangharakshita brachte das ganz schön zum Ausdruck. Er sagte, was du mit deiner Intelligenz verstehst, das musst du auch mit deinen Emotionen fühlen. Und dieses emotionale Gegenstück zu dem, was wir intellektuell, verstandesmäßig verstehen, ist das, was wir Vertrauen nennen können. Es ist nichts, was irgendwie magisch über Vernunft hinausgeht, sondern es ist so der fühlbare, der emotionale Aspekt von dem, was wir verstehen. Shraddha, sagt Sangharakshita, ist der emotionale Aspekt unseres umfassenden Ansprechens auf Wahrheit. Ja, da ist Wahrheit, irgendwie kriegen wir eine Botschaft von Wahrheit. Unser Verstand spricht darauf an und versucht zu verstehen mit den Methoden des Verstandes. Unser Vertrauen spricht darauf an mit unserer Emotionalität. Das wären jetzt verschiedene Antennen, die aber ganz eng miteinander verbunden sind, verschiedene Antennen für Wahrheit. Ich habe ja schon gesagt, dass es überhaupt nicht um Blindengalauben geht bei Shraddha im Buddhismus. Also es geht nicht darum, Shraddha als Ersatz für Wissen zu kultivieren, sondern im Gegenteil kann man sagen, Shraddha stützt sich auf Wissen und wächst mit dem Wissen. Je mehr wir tatsächlich verstanden haben, je mehr wir wissen aus eigener Erfahrung, desto mehr können wir vertrauen. Es ist also nicht, als müssten wir am Anfang sozusagen einen riesen Batzen an Vorschussvertrauen geben und einfach mal hoffen, dass das stimmt, was die mir da erzählen, sondern es ist völlig in Ordnung, am Anfang vielleicht sehr vorsichtig sein Vertrauen nur zu schenken, so ein provisorisches Vertrauen nur zu schenken. Zum Beispiel, wenn ja jemand noch nie meditiert hat, dann wäre es dumm oder ein bisschen naiv, ich würde das jedenfalls nicht machen, sofort zu sagen, ja, das macht Sinn, da glaube ich dran, Meditation führt zur Erleuchtung. So habe ich jedenfalls nicht getickt. Ich habe gesagt, interessant, mal schauen, wohin das einen führt. Also es ist völlig in Ordnung, erst einmal sein Vertrauen nur provisorisch zu schenken und erst mal nur zu sagen, okay, lass mich mal drauf ein, versuch's mal und dann zu evaluieren. Und je mehr ich eigene Erfahrungen gemacht habe, sei es mit Meditation oder sei es mit anderen Praktiken, desto mehr weiß ich, worum es sich da dreht. Ich muss mich nicht mehr auf Hörensagen verlassen.
Ich habe aus eigener Erfahrung gemerkt, wie bestimmte Sachen funktionieren. Das heißt, mein Vertrauen ist überhaupt kein blindes Vertrauen, sondern ein begründetes Vertrauen. Es sind immer noch Sachen, die ich nicht erlebt habe, aber der Anteil dessen, was ich aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen kann, wird immer größer. Das ist so, wie wenn irgendjemand, irgendein dubioser Typ mir eine komplizierte Routenbeschreibung erklären würde zu irgendeinem wunderbaren, sagen wir mal, ein wunderbarer See oder ein wunderbarer Berggipfel. Und er sagt, ja, erst musst du auf diesem Pfad, dann musst du die dritte rechts nehmen, dann siehst du zu deiner Rechten so einen komischen Sumpf und dann gehst du an einem ganz verkrüppelten Baum vorbei und am Anfang denke ich vielleicht, ob das stimmt, ob dieser Weg dahin führt, ein gesundes Misstrauen. Aber je mehr die Merkmale, die er mir genannt hat, tatsächlich, je mehr ich die auch sehe, ah ja, hier ist der Sumpf, und hier ist dieser verkrüppelte Baum, desto mehr stärkt sich mein Vertrauen. Ah, wahrscheinlich ist der Berggipfel auch da. Ich sehe den Berggipfel noch nicht, aber ich habe immer mehr begründete Anhaltspunkte dafür, dass der wirklich wusste, worüber er sprach und nicht einfach nur fantasiert hat. Also es ist gesund, dass unser Vertrauen anfangs vorsichtig ist. Ja, es geht bei Vertrauen im buddhistischen Sinne überhaupt nicht darum, fremde Meinungen zu übernehmen, nicht mal die Meinung des Buddha. Es geht im Buddhismus nicht darum, die Meinung des Buddha irgendwie zu übernehmen. Ich erinnere dann diese wunderbare Definition, Shraddha, seine Haltung inneren Geöffnetseins ohne Aufgabe der eigenen Vernunft. Das heißt, unser Vertrauen ist nichts anderes als das, doch eine Haltung inneren Geöffnetseins, und wir machen unsere Erfahrung und wir bleiben offen und lernen anhand unserer Erfahrung. Wozu ich noch gar nichts gesagt habe, ist, worauf richtet sich Shraddha, worauf richtet sich Vertrauen im Buddhismus? Ja, im Christentum ist offensichtlich das Hauptobjekt des Glaubens, ist Gott. Ja, Gott ist das, woran ich meinen Glauben setze. Aber worauf setzen Buddhisten ihr Vertrauen? Worin vertrauen sie? Ich habe es bis jetzt ganz allgemein gehalten, habe von diesem Geöffnetsein für etwas Höheres gesprochen. Aber was ist dieses Höhere? Kann man das konkretisieren? Ja, natürlich kann man das konkretisieren. In gewisser Weise in jedem Moment der Praxis ist das, wo unser Vertrauen sich drauf richtet, das, was vor uns liegt, der nächste Schritt. Ja, manchmal, wenn ich zum Beispiel morgens aufstehe und ich will meditieren, ich merke, ich bin überhaupt nicht motiviert, ich habe keine Lust und ich mache es aber jetzt trotzdem, dann kann es sein, ich sehe Staub auf meinem Meditationsplatz, auf meinem Schrein und ein Akt von Vertrauen ist einfach zu sagen, okay, finde ich erstmal nur sauber. Ja, ich gebe dem die Haltung des inneren Geöffnetseins, halt vielleicht einfach den Platz schön zu machen, ihn einfach schön einzurichten, sauber zu machen, bevor ich mich setze zu meditieren. Das ist ein Akt des Vertrauens. Ich habe in dem Moment keine Lust, aber ich setze mein Vertrauen rein, ich öffne mich für etwas. Aber ich denke, es ist wichtig, es erstmal auch zu verallgemeinern. Ich denke, die wichtigsten Objekte von Vertrauen im Buddhismus sind offensichtlich Buddha, Dharma, Sangha. Ja, die drei, die ich schon genannt hatte, eingangs. Und ich will versuchen, das ein bisschen zu konkretisieren, was es heißt, Vertrauen in Buddha zu setzen. Weil wenn ich versuche zu spüren, was heißt es für mich, Vertrauen in Buddha zu setzen, denke ich überhaupt nicht an den Mann, der vor 2.500 Jahren gelebt hat. Sondern was für mich bedeutet, Vertrauen in Buddha zu setzen, ist offen sein für die Möglichkeit, dass ich mich verändern kann, dass mein Geist formbar und entwickelbar ist. Ja, offen zu sein oder vielleicht sogar überzeugt zu sein von der Möglichkeit, dass ich mich verändern kann. Das ist nichts Selbstverständliches. Nicht alle Leute sind davon überzeugt, dass sie sich verändern können. Noch einen Schritt weiter, überzeugt zu sein oder offen zu sein für die Möglichkeit, dass es nicht nur kleine Veränderungen sind, sondern dass mein Geist sich, dass dieser Veränderung keine Grenzen gesetzt sind. Ja, dass Entwicklung meines Bewusstseins keine Grenzen auferlegt sind. Dass es ein offener, nicht begrenzter Prozess ist. Ja, für möglich zu halten, dass ich selbst mich nicht nur ein bisschen hier und da verändern kann, das glauben die meisten Leute, dass man so ein bisschen an sich arbeiten kann, aber dass ich mich radikal, fundamental verändern kann, meinen Geist völlig verändern kann. Ja, für diese Möglichkeit, mich offen zu halten, das ist für mich Vertrauen in Buddha, Vertrauen in Buddha. Für möglich zu halten, mich offen zu halten für die Möglichkeit, dass es wirklich Bewusstseinszustände geben könnte, die völlig anders sind als alles, was ich kenne. Ich muss nicht sagen, yo, ich glaube an Erleuchtung. Das ist ziemlich irrelevant, das zu glauben. Ich meine, ich kenne es nicht, ich habe es nicht erlebt. Aber mich offen zu halten für die Möglichkeit, dass es Bewusstseinszustände geben könnte, die völlig anders sind als alles, was ich kenne. Die ich mir nicht im Entferntesten vorstellen kann. Das ist für mich Vertrauen in Buddha.
Vertrauen in Dharma, die buddhistische Lehre, ist erstmal ein immer wieder Vertrauen setzen in die Wahrheit, in die Wirklichkeit. Das ist was, worum man sich auch erstmal schulen kann. Wir alle kennen das, wenn wir ehrlich sind, dass wir manchmal merken wir irgendwas und merken, oh nee, das will ich jetzt nicht wissen, da will ich jetzt nicht hin, da würde ich jetzt nicht hinschauen, das interessiert mich jetzt nicht. Ja, das ist ein Nicht-Vertrauen in die Wirklichkeit setzen. In dem Moment wehrt man sich gegen die Wirklichkeit. Vertrauen in den Dharma ist für mich sich öffnen für die Wirklichkeit. Sobald ich merke, dass ich gegen die Wirklichkeit Widerstand leiste, was so ziemlich ständig passiert, versuche ich loszulassen. Sagen, okay, die Wirklichkeit ist, wie sie ist und sie ist okay. Ja, also ich brauche nicht dagegen Widerstand zu leisten. Ich kann in jedem Moment es nicht der Wahrheit zuwenden, ich brauche sie nicht zu verbiegen, es nützt nicht, sie zu verbiegen. In dem Sinne, damit will ich nicht sagen, dass man nichts verändern soll in der Welt, aber dass es nicht, überhaupt nicht sinnvoll ist, so zu tun, als sei die Welt anders, als sie ist. Ja, also mich zu öffnen für das, was ist, wirklich ehrlich zu sein, mich zu öffnen für Wahrheit, das ist eine Schulung. Konkreter würde man sagen, das Vertrauen in den Dharma ist bestimmt Vertrauen in das Gesetz von Pratityasamutpada, mit dem einige hier vertraut sind. Für andere ist das wahrscheinlich ein völliges chinesisches Fachwort. Das ist die grundlegende buddhistische Lehre, die Lehre vom bedingten Entstehen. Dass alles, jedes Phänomen, ob es ein Gedanke ist, ob es mein Körper ist, ob es dieses Gebäude ist, ob es ein Planet ist, jedes Phänomen entsteht in Abhängigkeit einer Fülle von verschiedenen Bedingungen. Und so wie sich die Bedingungen verändern, wird auch dieses Phänomen sich verändern und wieder vergehen. Alles ist im Entstehen und Vergehen begriffen, ständig. Das ist das Gesetz des bedingten Entstehens. Und Vertrauen in den Dharma zu setzen, heißt, mehr und mehr Vertrauen auch darin zu setzen, dass alles, was passiert, ist in Abhängigkeit von Bedingungen passiert. Ich habe einen Einfluss auf die Bedingungen in gewissem Maße. Ich kann diesen Einfluss geltend machen. Das ist auch die Basis für buddhistische Ethik. Ja, könnte sagen, dass Karma, die Idee von Karma ist nur eine besondere Anwendung von dieser Idee oder von diesem Gesetz bedingten Entstehens. Sich klar zu machen, alles, was ich tue, jede Handlung, die ich tue, alles, was ich sage, selbst alles, was ich denke, hat eine Rückwirkung auf mich selbst. Nichts bleibt ohne Folgen. Dass unser Handeln nicht ohne Folgen bleibt, das mag man ja noch einsehen, aber eigentlich denkt man so, was ich denke, kriegt ja eh keiner mit, das hat keine Folgen. Buddhismus würde sagen, das ist wirklich eine falsche Ansicht. Jeder Gedanke, den ich habe, formt mich, formt meinen Geist und wird massive Folgen haben. Das heißt, jeder Same, den ich sähe durch mein Handeln in Körper, Rede und Geist, wird Folgen haben. Und das ist ein wichtiges Prinzip, in das Buddhisten versuchen, ihr Vertrauen mehr zu setzen. Das heißt nicht, dass man daran glauben muss, ja, Handeln hat Folgen, sondern dass man sich schult, immer mehr zu sehen, hat das Folgen? Immer wieder zu fragen, hat das wirklich Folgen? Ja, das hat Folgen. Also wirklich sein Denken, sein Schauen zu schulen, zu merken, dass es wirklich so ist, dass alles, was ich tue, Folgen hat. Das Dritte, sein Vertrauen in Sangha, in spirituelle Gemeinschaft zu setzen, würde sagen, wenn ich versuche nachzuspüren, was das für mich bedeutet das, zumindest zu einigen Menschen, zu einigen ausgewählten Menschen, ein Vertrauen zu entwickeln und wirklich die Fähigkeit zu haben, mich ganz zu öffnen. Ja, Sie hatten gesagt, Shraddha ist die Haltung des inneren Geöffnetseins, sich für einige Menschen, die man klug auswählen sollte, wirklich innerlich geöffnet zu sein, zuzulassen, dass man gesehen wird, dass man wirklich ganz gesehen wird, nicht nur so mit der Fassade, die man bereinigt hat, sondern mit allen Ecken und Kanten gesehen wird, sich zeigen, sich berühren lassen und sich dem Einfluss eines anderen Menschen aussetzen. Und kurz gesagt, einfach Kommunikation, echte, tiefe Kommunikation zu lassen, die frei ist von den üblichen Spielchen, die wir so treiben, wenn wir normalerweise mit Menschen kommunizieren. Eine Frage ist, welchen Platz hat Zweifel in dem Ganzen? Ja, das Wort ist bis jetzt noch gar nicht gefallen. Man könnte sagen, ja, wenn Vertrauen unerschütterlich ist, dann ist Zweifel kein Thema. Aber Vertrauen ist ja nicht unerschütterlich, jedenfalls ganz bestimmt nicht am Anfang und lange Zeit nicht. Das heißt, Zweifel ist was, mit dem jeder Mensch sich auseinandersetzen werden muss. Also Zweifel ist vorprogrammiert. Zweifel passiert und Zweifel ist auch kein Problem. Ja. Am Anfang ist Zweifel vorprogrammiert, weil wir ja nicht wissen, wo wir uns darauf einlassen.
Und aber auch später, wenn man wirklich lange praktiziert hat, kann es wieder immer und immer wieder passieren, dass Zweifel hochkommen, dass man fundamentale buddhistische Überzeugungen wieder anzweifelt und sich wieder fragt, stimmt das? Wie geht man damit um? Wie im Buddhismus. Also der erste Schritt ist, den Zweifel nicht zu ignorieren, nicht wegzuschieben, nicht zu denken, ich darf nicht zweifeln. Das hilft nichts, weil wenn Zweifel da ist, ist er da, sondern sich ihm zuzuwenden. Das, was man mit allem tun sollte, aus buddhistischer Sicht, wenn da eine Emotion ist oder irgendein Impuls, zuwenden, mal genau hinschauen. Das ist das, was man auch mit Zweifel tun sollte, erstmal genau hinschauen. Und im zweiten Schritt sollte man unterscheiden, handelt es sich hier um das, was ich guten Zweifel nennen möchte, oder handelt es sich um den sogenannten neurotischen Zweifel? Es gibt nämlich völlig unterschiedliche Arten des Zweifelns. Dazu will ich ein bisschen mehr sagen. Das, was ich so in Anführungsstrichen guten Zweifel nenne, ist eine Haltung aufrichtigen Fragens. Ja, das sind aufrichtige Fragen, die man sich stellt. Ein aufrichtiges Prüfen der buddhistischen Lehre zum Beispiel. Und das ist gut. Das ist richtig. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, wir sollten anhand unseres Verstandes prüfen. Und sogar der Buddha selbst hat seinen Schüler ausdrücklich zu diesem Prüfen aufgefordert. Ich weiß nicht, ob irgendein anderer Religionsstifter das gemacht hat, ist mir jedenfalls nicht bekannt. Aber der Buddha sagt in einer bekannten Lehrrede, sagte er, so wie ein Goldschmied, dem irgendein Händler ein Stück Gold verkaufen will, so wie dieser Goldschmied dieses Gold im Feuer exakt prüfen würde, ob es rein ist, ob es wirklich Gold ist und ob der ihm nicht irgendwas anderes unterjubeln will. Ja, so genau, so sorgfältig, wie der Goldschmied dieses Gold im Feuer prüfen würde, so sollt ihr jedes meiner Worte prüfen. Ihr sollt nichts glauben, was ich sage. Ihr sollt nicht einfach übernehmen, was ich sage. Das sagte der Buddha selbst. Sondern ihr sollt jedes meiner Worte genauso sorgfältig wie dieser Goldschmied prüfen, im Feuer eurer eigenen Erfahrung. Finde ich eine ganz inspirierende Sache. Ja, so einem Lehrer kann ich mein Vertrauen schenken, muss ich sagen. Das heißt, Zweifel in diesem konstruktiven Sinn, Zweifel im Sinne eines aufrichtigen Prüfens und aufrichtigen Fragens ist kein Problem, sondern ist gewissermaßen die Aufgabe eines jeden Buddhisten. Immer wieder sich zu fragen, welche Wirkung hat meine Übung? Führt es mich wirklich weiter? Habe ich mich vielleicht in irgendwas verrannt? Mache ich Fortschritte? Funktioniert diese Praxis? Praktiziere ich wirklich ernsthaft? Also sich immer wieder diese Fragen auch zu stellen, die zuzulassen. Und obwohl ich das guten Zweifel nenne, kann das durchaus richtig unbequem sein. Es ist nicht so, als wäre das immer nett, diese Art von Zweifel. Man stellt ja nicht ständig, dauernd alles in Frage. Und gerade wenn man lange Zeit praktiziert, ja, wenn man 10, 20 Jahre praktiziert, wenn man jahrelang sich in tiefem Vertrauen auf einen Aspekt der buddhistischen Lehre gestützt hat und plötzlich kommt dieser Zweifel hoch, guter Zweifel, echtes Fragen, stimmt das? Ja, ist das wirklich, stimmt das? Nicht nur eine kleine oberflächliche Frage im Kopf, sondern wenn das Herz wirklich fragt, stimmt das, was ich jetzt seit 10 Jahren mache? Das ist extrem beängstigend, denn es könnte ja sein, dass ich mit Nein antworten muss. Ja, das könnte bedeuten, dass all das, was ich die letzten 10 Jahre gemacht habe, Unfug war. Oder dass mein ganzer Bezugsrahmen zusammenstürzt, wenn ich das mit Nein beantworten würde. Und trotzdem ist es wichtig, sich die Frage wirklich zu stellen. Nicht zu sagen, oh nee, das kann ich jetzt nicht in Frage stellen. Das mache ich jetzt seit 20 Jahren, das kann ich jetzt nicht in Frage stellen. In dem Moment haben wir aufgehört zu praktizieren. Also diese Fragen wirklich zuzulassen und auch die fundamentalsten Überzeugungen, die wir haben, nicht ständig, aber gelegentlich wieder zu erlauben, dass sie in Frage gestellt werden. Und nur wenn man wirklich sich die Freiheit gibt, diese Fragen mit Nein zu beantworten, hat man auch die Freiheit, sie mit Ja zu beantworten. Das ist einfach ganz wichtig. Wenn ich die Fragen nicht zulasse, kann ich auch nicht Ja dazu sagen, dann kann ich nicht weitergehen. Nichts darf zum Dogma werden. Buddhismus kennt keine Dogmen. Auch in meiner eigenen Praxis darf nichts zum Dogma verhärten. Ja, wenn wir uns erinnern an diese Formulierung, dass Vertrauen eine Haltung inneren Geöffnetseins ist, dann ist genau so, geht man mit Zweifel um. Da ist Zweifel und ich öffne mich, denke, eine Frage, eine echte Frage. Lass mich mit dieser Frage nachgehen. Kein Widerstand, kein Wehren gegen diese Fragen. Also das ist was sehr Konstruktives, auch wenn es manchmal sehr unbequem ist. Davon ist es sehr wichtig zu unterscheiden, das, was ich neurotischen Zweifel genannt habe. Neurotischer Zweifel ist eine ganz andere Sache. Sieht aber manchmal sehr ähnlich aus. Das heißt, man muss schon genauer hinschauen, um die beiden
zu unterscheiden. Das heißt, neurotischer Zweifel kann ganz ähnlich aussehen. Es kann sein, dass ich mir Fragen stelle wie, ja, funktioniert diese Praxis? Führt mich das weiter? Der Unterschied ist, dass neurotischer Zweifel nicht wirklich die Antworten haben will. Das sind mehr so Fragen, die mich blockieren, Fragen, die mich daran hindern, weiterzumachen. Ja, wenn ich in Meditation sitze und die ganze Zeit denke, ich weiß nicht, ob ich irgendwie, ob das überhaupt was bringt und ich weiß auch gar nicht, ob der Lehrer irgendwie weiß, wovon er spricht und also ich weiß nicht, ob es sich wirklich lohnt, das zu probieren, dann habe ich natürlich überhaupt keine Chance, diese Fragen zu beantworten, weil ich es ja nie wirklich mir die Chance gegeben habe, das echt auszuprobieren. Das heißt, neurotischer Zweifel hat nicht den Zweck oder die Ausrichtung, wissen zu wollen, sondern hat mehr den Zweck zu blockieren. Das ist eine Erhaltung inneren Zumachens. Ja, da ist irgendeine Übung, vielleicht, die ich versuche zu machen, aber gleichzeitig mache ich innerlich zu, weil ach, ich weiß nicht, ob ich da wirklich Vertrauen drin habe. Also probiere ich es erst gar nicht. Ich mache zu und ich verhindere dadurch, dass ich wirklich eine echte Erfahrung machen kann. Also neurotischer Zweifel ist eine Form von Widerstand. Von Widerstand gegen meine Erfahrung, von Widerstand gegen Wirklichkeit. Ich lasse mich nicht wirklich auf die Praxis ein, also kann ich auch keine wirkliche Erfahrung machen, die mich dazu führen würde, zu sagen, ja, das macht Sinn oder nein, das macht keinen Sinn. Ich bleibe einfach sitzen. Ja, ein Bild für neurotischen Zweifel ist auf dem Zaun sitzen zu bleiben. Ein Bein rechts, ein Bein links. Ich gehe weder nach da noch nach da, ich bleibe auf dem Zaun sitzen, weil ich weiß ja nicht. Ja, das ist also dieser Zweifel, der nirgendwo hinführt. Ich glaube, dass neurotischer Zweifel oft Ausdruck von Angst ist. Angst, sich auf etwas einzulassen, was einen wirklich verändern könnte. Ich glaube, dass das vielleicht sogar immer der Fall ist, weiß ich nicht. Aber wenn ich in meiner eigenen Erfahrung gucke, ist hinter neurotischem Zweifel eigentlich fast immer eigentlich Angst. Angst, dass etwas passiert, was mein Bezugssystem verändern könnte. Das ist, als ob mein Ego, mein kleines, enges Ego, sich verzweifelt versucht, den Status quo zu verteidigen. Bloß jetzt nicht, keine neue Erfahrung zu machen, die das in Frage stellt. Wenn man also bestimmt hat, handelt es sich um konstruktiven, hilfreichen Zweifel, oder handelt es sich um neurotischen Zweifel, weiß man, wie man weitermacht damit. Ja, wenn es konstruktiver Zweifel ist, gibt es nichts anderes, als den Fragen wirklich zu folgen. Mit der schon oft genannten Haltung inneren Geöffnetseins, den Fragen furchtlos zu folgen und zu sehen, wo sie einen hinführen. Und in meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, wenn ich das gemacht habe, auch wenn es beängstigt war, hat es mich immer dahin geführt, dass letzten Endes immer ein Ja kam und dass mein Shraddha, mein Vertrauen aus solchen echten Fragen immer bislang gestärkt hervorgegangen ist. Keine Garantie, dass es immer so sein wird. Bislang ist mein Vertrauen aus solchen echten Fragen, auch wenn sie mich gerüttelt haben, immer gestärkt hervorgegangen. Wenn es sich um neurotischen Zweifel handelt, dann muss ich einfach schauen. Wenn das mehr so etwas Gewohnheitsmäßiges, Oberflächliches ist, dann reicht es vielleicht einfach so zu benennen. Zu sagen, ach, neurotischer Zweifel, okay, lächeln, nicht ernst nehmen, wegschicken. Aber wenn das stärker ist, dann wird das nicht helfen. Ja, neurotischer Zweifel, der stärker ist, lässt sich nicht einfach so wegschicken mit einem Lächeln, sondern dann muss man sich dem zuwenden und wirklich mit Fragen zuwenden, sagen, okay, warum ist da dieser neurotische Zweifel? Wovor habe ich Angst? Was ist es, wogegen ich Widerstand leiste? Mit einer Haltung von Fragen, mit einer wirklichen Haltung, inneren Geöffnetseins, ich wiederhole mich, sich dem zuzuwenden und zu fragen, was ist es, wogegen ich da Widerstand leiste, bevor ich mich offensichtlich fürchte. Ein wichtiger Punkt, der bestimmt schon zum Ausdruck gekommen ist, in dem, was ich gesagt habe, ist, dass Shraddha etwas ist, was man aktiv kultivieren kann. Ich glaube, das ist von dem Gesagten auch schon offensichtlich geworden. Etwas, was ich im Christentum immer schwierig fand, ist, dass Glaube als eine Gnade Gottes betrachtet wird. Ja, ich habe auf einer Vatikanseite mal nachgelesen, da stand Folgendes. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes, eine von ihm eingegossene übernatürliche Tugend. Und als ich so im Alter von 18, 19 mich vom Christentum gelöst habe, weiß ich noch, dass ich das Gefühl hatte, es ist wirklich unfair. Einerseits ist der Glaube das Einzige, was im Christentum als erlösend gilt. Ja, der Glaube ist das Einzige, was mich erlösen kann. Gleichzeitig ist der Glaube eine Gnade Gottes. Ich kann es nicht mal selber machen. Ich bin darauf angewiesen, das Geschenk zu bekommen. Ich fand das sehr unfair. Das ist ein bisschen naiv. Ich denke, Theologen würden das sehr viel feiner und subtiler auch darlegen.
Aber im Buddhismus ist es klar, dass Shraddha nicht etwas ist, was man halt hat oder halt nicht hat. Ja, man könnte ja denken, ja, der eine hat halt Vertrauen, der ist so gestrickt, dass er vertrauensselig ist, ein anderer, der hat es halt nicht. Ja, gerade was so Emotionen betrifft, haben wir oft die Sicht, dass die einfach kommen und gehen und wir da nicht viel machen können. Ja, der eine ist halt ein geduldiger Typ, der andere ist halt ein ungeduldiger Typ. So Emotionen passieren uns. Das ist so eine Sicht, die man manchmal haben kann und die ist überhaupt nicht hilfreich. Es mag sein, es ist sogar sicher so, dass manchen Vertrauen leichter fällt und anderen es schwerer fällt. Das hat wahrscheinlich viel mit unserer Vergangenheit zu tun, welche Erfahrungen wir gemacht haben in diesem Leben oder vielleicht auch schon vorher. Ja, wenn man sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht hat, ist es klar, dass man nicht mehr sein Vertrauen so leichtfertig schenkt. Und ich denke, gerade die Erfahrungen, die man in der frühen Kindheit macht, sind wahrscheinlich sehr prägend dafür, ob es einem leicht fällt oder schwerer fällt, zu vertrauen. Aber egal, ob es einem leicht oder schwerer fällt, diese Haltung des inneren Sich-Öffnens kann man, egal wo man steht, kultivieren. Ja, der eine hat die Tür vielleicht nur einen Spalt weit offen und kann da ein bisschen weiter aufmachen. Und der andere, der hat sie vielleicht schon weit offen und kann ein bisschen weiter aufmachen. Aber es ist etwas, was man aktiv tun kann. Ein aktiver Prozess. Und ich möchte damit beschließen, dass ich ein paar Anregungen gebe, wie man das tun kann. Wie man Shraddha-Vertrauen kultivieren kann. Also was ich schon gesagt habe, Shraddha, hatte ich eingangs gesagt, wächst mit der Erfahrung, die wir haben. Am Anfang ist jedes Vertrauen nur ein provisorisches Vertrauen. Je mehr wir Erfahrung haben mit der buddhistischen Praxis, desto mehr werden wir wissen, worauf wir verstehen. Und unser Vertrauen wird entsprechend von selbst wachsen. Da brauchen wir gar nichts zu tun, außer einfach weiterzumachen mit unserer Praxis. Aber trotzdem gibt es auch ein paar besondere Weisen, wie man Shraddha kultivieren kann. Das erste ist der ganze Bereich von Ritual, könnte man sagen, der ganze Bereich von Ritual. Das kann eine Liturgie sein, wie unsere Puja, die wir hier ab und an feiern. Das sind spezielle Praktiken, spezielle Methoden, die entwickelt wurden, um Shraddha zu stärken, um Vertrauen zu stärken. Das sind aber nicht jedermanns Sache. Manche können damit gut umgehen, andere merken, das ist nicht meins. Das funktioniert bei mir nicht, völlig legitim. Es können auch andere Texte sein. Also überhaupt das laute, zum Beispiel das laute Lesen von Texten hat eine ganz starke Wirkung. Ja, jeder hat irgendeinen Text, der ihn anspricht. Irgendwas, was ja, jeder, der sich auf dem spirituellen Weg findet, wird irgendwo mal eine Aussage gelesen haben, wo er das Gefühl hat, ja, das ist es. Da möchte ich hin, da geht meine Sehnsucht hin. Das bringt was zum Ausdruck, was mir kostbar ist. Und so einen Text regelmäßig laut zu lesen, hat eine richtig starke Wirkung. Ich weiß, als ich anfing zu meditieren, hatte ich echt Schwierigkeiten mit der Metta Bhavana, mit einer unserer Meditationspraktiken. Und ich wohnte damals mit einer Freundin zusammen, wir haben morgens zusammen meditiert und ich habe jeden Morgen, sie sagte mir, lies jeden Morgen laut das Metta Sutta, das ist ein Text über Metta, über Maitri, Liebe. Und da sie zuhörte, habe ich mich auch jeden Morgen bemüht, es auch schön zu lesen, ja, so mit Betonung. Und dieses laute Lesen dieses relativ kurzen Textes hatte manchmal eine viel tiefere Wirkung als die Meditation danach, für die ich immerhin 40 Minuten mir dann genommen habe. Also dieses kurze Lesen dieses Textes, dieses laute Lesen hat was mit mir gemacht. Es hat mich an das erinnert, was mich interessiert, was mich anzieht am spirituellen Leben. Man kann auch eigene Texte schreiben. Ja? Das, was mich motiviert im spirituellen Leben, an Spiritualität, das, wo ich hin will, das, was mich zieht, einfach einen eigenen Text dazu zu schreiben. Man muss ihn nicht veröffentlichen, ja? Man muss also nicht auf künstlerischen Wert legen. Vielleicht ein Loblied auf meine Ideale zu verfassen und so einen Text zu schreiben und ihn dann vielleicht nachher öfter mal zu lesen, kann eine ganz starke Wirkung haben. Also dieser ganze Bereich Ritual, Liturgie, rituelles, lautes Lesen von Texten hat eine stärkere Wirkung, als wir vielleicht glauben. Es kommt uns vielleicht ein bisschen so archaisch vor als Methode, macht man im Westen als aufgeklärter Westler vielleicht nicht, aber es funktioniert. Der zweite Bereich, der Vertrauen stärken kann, ist ein ganz anderer, nämlich der Bereich Kunst. Es ist so, dass ästhetische Wertschätzungen, ob das jetzt in der Malerei ist oder in der Bildhauerei oder beim Hören von Musik oder bei dem Selbstmusik machen oder beim Hören von Poesie, dass ästhetische Wertschätzung eine Art Tür sein kann, die sozusagen unsere Antennen weckt für irgendetwas, was über das Gewöhnliche hinausgeht, kann eine Ahnung vermitteln von höheren Bewusstseinszuständen. Es kann eine Sehnsucht wecken nach etwas Höherem. Ja, das kennen wir wahrscheinlich alle. Ich bin überhaupt keiner, der viel mit Kunst am Hut hat, aber selbst ich kenne das, dass bestimmte Musik oder bestimmte Bilder, die ich betrachte, diese Wirkung haben, dass ich merke,
etwas ist, als ob mein Blick aus dem profanen Alltagsgedönse gehoben wird in, ach, da ist noch was Größeres. Ich kann es nicht benennen, aber diese Sehnsucht in meinem Herzen wird geweckt. Die dritte Methode, die ich empfehlen würde, ist wieder ganz anderes, ist klares Denken. Ganz klares Denken. Ich habe gesagt, einer der großen Feinde von Vertrauen ist dieser neurotische Zweifel, dieser immer alles in Frage stellen, aber den Fragen dann nicht wirklich auf den Grund gehen. Und was da helfen kann, ist, den Fragen wirklich auf den Grund zu gehen. Ja, die Fragen sind okay, aber nicht mal die eine Frage und bevor man die genau zu Ende gedacht hat, dann die nächste Frage und dann wieder eine zweite, nicht so rumspringen, sondern wirklich klar zu denken, okay, was ist meine Frage? Was muss ich tun, um sie beantworten zu können? Ja, was sind die Schritte, die ich unternehmen muss, um auf diese Frage eine Antwort zu finden? Und ganz klar zu denken, ja, wie kann ich auf meine Fragen Antworten kriegen? Statt hin und her zu springen im Denken und mal hier und mal da ein bisschen zu zweifeln. Also es gibt diesen kreisenden Zweifel, wo man, ja, ich kann ja dem Lehrer nicht vertrauen, weil ich weiß ja nicht, ob der wirklich weiß, wovon er spricht. Und das könnte ich aber nur wissen, wenn ich das wüsste, und das kann ich nur wissen, wenn ich das wüsste, und so dreht man sich im Kreis. Und diesen Kreis zu durchbrechen und sagen, okay, wie kann ich jetzt hier Klärung herbeiführen? Ganz klares Denken. Und das vierte ist, die Gewohnheit zu entwickeln, über die eigenen Erfahrungen mehr und tiefer zu reflektieren. Das habe ich vorhin schon genannt. Also beobachten zu lernen, wirklich unsere Erfahrungen beobachten zu lernen. Das sind kleine Sachen. Ich meine, ich spreche jetzt nicht von irgendwas riesig erhaben. Ich meine ganz normale Alltagsprozesse. Vielleicht bin ich ein besonders reizbarer Mensch. Ich bin gewohnheitsmäßig reizbar, sagen wir mal. Und ich merke, wenn ich genau hinschaue, dass an den Tagen, wo ich genug Schlaf gehabt habe, draußen gewesen bin und meditiert habe, bin ich nicht reizbar. Muss ich aber genau hingucken, um das erstmal auszumachen, dass die drei Faktoren zusammenkommen können und plötzlich bin ich an dem Tag nicht reizbar. Ich muss meine Erfahrung ganz genau beobachten, um überhaupt solche Zusammenhänge zu erkennen. Wenn ich nicht genau hinschaue, denke ich, ja, ich habe heute meditiert, hat ja nichts gebracht, bin ja trotzdem reizbar. Ja, vielleicht muss ich schauen, das sind vielleicht verschiedene Faktoren, die zusammenkommen können, damit mein Geist anders ist, als ich ihn gewohnheitsmäßig kenne. Ja, und wenn ich so Zusammenhänge verstehe mehr von, wenn ich dies tue, führt das zu dem, und wenn ich dies nicht tue, führt das zu dem, wenn ich mehr diese Zusammenhänge verstehe, wächst mein Vertrauen, dass ich tatsächlich meinen Geist formen kann, dass ich ihn führen kann, dass er nicht fest und unabhängig ist oder ich ein Spielball meiner Launen bin. Also so durch so kleine, einfache Beobachtung, auch das Verhalten anderer zu beobachten, kann man eine Menge daraus lernen. Ja? Welche Menschen kenne ich, die glücklich sind? Welche Menschen kenne ich, die fast immer unglücklich sind? Was macht die aus? Das wirklich beobachten zu lernen, in dem um mich herum und vor allem auch meinen eigenen Geist beobachten zu lernen. Ja, um Shraddha, um Vertrauen zu entwickeln, im buddhistischen Sinne, brauche ich keine komplizierten inneren Kraftakte zu vollbringen. Ich muss einfach lernen, genauer hinzuschauen. Und jede Situation, jeder normale Tag, wenn ich genau hinschaue, wird den Dharma bestätigen. Ja, der Dharma sagt so einfache Dinge wie, der Dharma, die buddhistische Lehre, sagt so einfache Dinge wie, Handeln hat Folgen. Oder Nichthandeln hat auch Folgen. Nichts bleibt, wie es ist. Ja, Gewalt lässt sich nie durch Gewalt beenden. Das sind einfach ein paar Sätze, ein paar Aussagen, die der Buddhismus trifft. Keiner dieser Sätze bedarf dessen, dass ich daran glaube, ja, dass ich ihn übernehme als eine mir fremde Meinung und das nachbete. Einfach, was es braucht, dass ich genauer hinschaue. Einfach mehr schauen lerne und Zusammenhänge in mir und um mich herum verstehe. Und je mehr ich verstehe, je mehr ich schaue, desto mehr werde ich verstehen. Und je mehr ich verstehe, desto stärker wird ganz von selbst mein Vertrauen. Okay, das war's. Thank you.